Hamburg! Besser. Moin erstmal. Ich bin Dodger vom CCC. Wir haben diese Demo angemeldet, zeitgleich mit über 50 Demonstrationen auf der ganzen Welt. In manchen deutschen Städten sind die schon losgegangen. In München und Frankfurt sind über 1000 Menschen auf der Straße. Hallo? Wir sind hier, weil wir zeigen wollen, dass wir uns nicht überwachen lassen, dass diese gesamten Schnüffeleien, geheimdienstlichen Absprachen, die an allen Regierungen augenscheinlich vorbeigehen und auch an uns, dass wir das nicht mit uns machen lassen. Ich will jetzt auch keine große Rede halten, dafür sind noch andere da. Nur kurz zum Ablauf der Demo. Erstens, die Polizei hat GreeFox-Masken erlaubt. Das ist ein Ausdruck der freien Meinungsäußerung. Zweitens, es gibt keine weiteren Auflagen. Und drittens, es gibt eine Bitte und eine Auflage vom Bündnis. Seid laut, zeigt, dass wir da sind. Der erste Redner ist Fukami vom CCC. Dem übergebe ich jetzt das Mikro und dann sehen wir uns auf der Straße. Moin Hamburg! Ich freue mich sehr, dass so viele von euch erschienen sind, um gegen ein bis drei Prisons und einen Tempora zu demonstrieren. Was natürlich erstmal ein bisschen vage klingt für einen richtigen Aufstand. Aber an dieser ungenauen Angabe sieht man, wie wenig wir über die Wahrheit wissen mit diesem ganzen Programm und ihren komischen Namen. Das liegt nicht an uns, denn wir würden das gerne wissen. Aber die Regierung und auch diese ganzen Dienste versorgen uns halt überhaupt nicht mit Informationen. Ich geh mal hier hin. Erst durch Edward Snowden wissen wir, dass es diese Programme überhaupt gibt. Und wir wissen genug. Wir wissen genug, um wütend zu sein. Wir wissen genug, um entsetzt zu sein. Und genug, um heute auf die Straße zu gehen dagegen. Wir wissen vom monströsen Spähprogramm. Wir wissen von der engen Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Firmen. Wir wissen, dass unsere gesamte Kommunikation über Internet und Telefon gespeichert wird und im Zweifelsfall blitzschnell ausgewertet wird. Damit wissen wir, unsere Freiheit ist bedroht. Freiheit heißt nämlich, dass wir jederzeit und überall sagen können, was wir denken, also auch Unfertiges, Unfug, Zorniges, Spaßiges. Überwachungsalgorithmen sind aber spaßbefreit. Sie erkennen keine Ironie, sie können nicht wissen, was wir gemeint haben und es geht sie übrigens auch nichts an. Menschen, die Angst haben, dass sie belauscht werden, sagen nicht mehr, was sie denken oder empfinden. Sie verkneifen sich auf manchen Scherz. Schon der Verdacht, abgehört zu werden, reicht aus, um sein Verhalten zu ändern. Das glaubt ihr nicht? Wer von euch würde denn jetzt den Scherz twittern, er sei ein guter Freund von Edward Snowden und habe mit ihm gerade gechattet? Okay, das finde ich gut. Wer von euch würde sich trauen, kurz vor einem Besuch in die USA eine Mail zu verschicken, in der steht, er habe etwas Heikles vor? Einer, okay. Wer von euch hat in den vergangenen Wochen nicht schon mal darüber nachgedacht, womit man sich verdächtig macht und womit nicht? Das müsst ihr nicht, oder vielmehr, das solltet ihr nicht müssen. Das steht nämlich nicht im Vertrag. Denn unser demokratisches Gemeinwesen in diesem Land unterliegt einem strengen Vertrag, nämlich unserem Grundgesetz. Darin sind unsere wichtigsten Rechte aufgeführt und in Artikel 19 Absatz 2 heißt es, in keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. In diesem Vertrag steht auch, wer wen in seiner Macht kontrolliert und wer das letzte Wort hat, nämlich wir. Das Grundgesetz ist unser Fundament.
Das Grundgesetz ist unser Fundament, der Boden, auf dem unsere Demokratie steht. Was wir gerade erleben, ist eine der tiefsten Krisen, die eine Demokratie erleben kann. Denn unsere Grundrechte sind offenbar nicht mehr die wichtigste Grundlage für jede Entscheidung. Vielmehr trifft jemand wie Innenminister Friedrich sogar plötzlich ein neues... Vielmehr wirft Innenminister Friedrich sogar plötzlich ein neues Supergrundrecht namens Sicherheit in den Raum, das über anderen Grundrechten stehen soll. Das ist gefährlicher Blödsinn. Überwachung führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern in einen Präventionsstaat, der mit einem Rechtsstaat nichts mehr gemein hat. Dabei werden Ermittlungen immer weiter ins Vorfeld von Straftaten verlagert, also bevor überhaupt eine Straftat passiert. Damit wird normatives Verhalten erzwungen, wobei unklar bleibt, was diese Norm ist und wer sie festlegt. Etwa unsere Geheimdienste? Ich glaube nicht, dass sie das tun sollten. Tatsächlich steuern wir immer mehr auf einen Staat im Staate zu, sofern die ihn nicht längst haben. Der Journalist Heribert Prantl hat in seinem Kommentar über die Überheblichkeit der Geheimdienste geschrieben. Genau das ist es, überheblich. Dass sie glauben, besser zu wissen, was gut und richtig für die Demokratie ist. Aber wir sehen aber, dass Geheimdienste sich irren und das gar nicht so selten. Im NSU-Skandal jedenfalls haben sie auf ganzer Linie versagt und sie versagen wieder. Denn eine ihrer Aufgaben ist doch eine solch ausreichende Form der Überwachung aus dem Ausland abzuwehren. Wenn sie nicht mal das hinbekommen, dann brauchen wir sie nicht, dann werden sie sogar gefährlich. Darüber müssen wir offen diskutieren. Stattdessen hören wir Beschwichtigungen. Man wolle doch nur unser Bestes, man wisse schon, was man mache, danke der Nachfrage. Man bespreche das Thema mal mit dem Geheimdienst in einer Geheimsitzung. Wo soll das enden? Haben wir bald auch Geheimgerichte oder Geheimverfahren, Geheimurteile und Geheimgefängnisse? Der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl hat einmal gesagt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und Gesetz verpflichtet sind. Wie immer wurde er für diesen Spruch ausgelacht, also wie für jeden Spruch, den er macht. Aber mittlerweile bleibt mir das Lachen tatsächlich im Halse stecken. Nein, wir wollen nicht von Sicherheitsbeamten regiert werden und schon gar nicht von Geheimdiensten. Und das wäre auch eine Katastrophe, die es zu verhindern gilt. Und zwar genau jetzt. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem wir handeln müssen, und zwar alle. Übt Druck auf Politiker und Parteien aus, fragt nach, geht auf die Straße, erklärt es euren Mitbürgern, wehrt euch, schützt euch im Netz, verteidigt eure Grundrechte und macht eine klare Ansage, stop watching us. Das war Fukami vom Chaos Computer Club. Mein Name ist Andreas Gerold von den Piraten. Ich werde hier heute ein wenig auf dem Wagen moderieren. Wir haben jetzt noch 3 weitere Redner, bevor es losgeht. Und als nächstes darf ich ankündigen, Burkhard Müller-Sönzen von der FDP, Bundestagsabgeordneter einer Regierungsfraktion. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, aber auch in der Demo weiß ich, man sollte erst mal zuhören und dann pfeifen. Habt ihr die Koalition eigentlich schon gekündigt? Also, selbstverständlich kann man seine Meinung so äußern, aber man kann sich auch zivilisiert ausreden lassen. Ihr dürft erst mal pfeifen, aber ab einer gewissen Zeit seid ihr auch pfeifen, denn... Ja, wunderbar. Also, ich will 2 Sachen vorweg sagen. Einmal bin ich nicht hier, damit sich Bürger, die sich für Freiheitsrechte einsetzen, als anti-amerikanistisch bezichtigt werden. Das sind wir nicht.
Wir sind für Freiheit und wir wollen unsere Grundrechte verteidigen und sind damit nicht anti-amerikanisch. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass es genau richtig ist. Auch ich will mit dem Zeichen aufhören, Sicherheit und Freiheit. Selbstverständlich ist das ein Zielkonflikt, reden wir nicht drumherum. Aber im Zweifel für die Freiheit, gegen die Sicherheit. Das ist unser Motto und deswegen sagen auch wir, keine Vorratsdatenspeicherung, keine verdachtslose Vorratsdatenspeicherung. Es ist schon richtig gesagt worden, der Innenminister, jetzt hört mal zu hier. Ja. Der Innenminister hat versucht, ein super Grundrecht Sicherheit zu erfinden. Mein lieber Herr Friedrich, meine liebe Union, dafür braucht man eine verfassungsändernde Mehrheit. Die habt ihr nicht in Deutschland. Die Mehrheit ist für die Freiheit. Es war der rhetorische Versuch des Innenministers, uns in der Politik weiszumachen, dass er eine Abwägung zu Lasten der Freiheit bereits durchentschieden hat. Das ist ihm nicht gelungen und deswegen bin auch ich hier, obwohl mir das schon klar ist, dass ich bei euch, bei vielen, aus ganz anderen politischen Gründen hier nicht eure Sympathie habe. Aber mit Stinkefinger und mit nochmal Stinkefinger ist auch keine gute Diskussion. Ja, dann drei Stinkefinger. Wunderbar. Beim Eingriff in die Privatsphäre hört bei mir die Freundschaft auf, Herr Obama. Und das sage ich auch hier ganz laut. Wir müssen uns ehrlich fragen, was wäre eigentlich los, wenn Deutsche in Amerika den amerikanischen Präsidenten abhören würden, was würden die Amerikaner dazu sagen? Freundschaft braucht Offenheit. Und deswegen sage ich an unsere amerikanischen Kollegen ganz offen, ihr seid einen Schritt zu weit gegangen. Es ist nicht richtig, Freunde in Brüssel abzuhören, wenn sie Verbündete sind. Wir leben für ein gemeinsames Ziel, nämlich für die Freiheit unserer Völker, unserer Bevölkerung. Wir sind die Bevölkerung. Geheimdienste dürfen sich nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen. Sie brauchen eine bessere parlamentarische Kontrolle. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und ich sage Ihnen, das, was ich gerade selber als Mitglied des Bundestages erfahre, ist nicht genug. Das muss sich verbessern und das muss verbessert werden. Sie haben am 22. September die Wahl. Aber auch in Deutschland gibt es Menschen, die diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung unterstützen. Und wo waren denn meine lieben Stinkefinger hier vorne, die so pöbeln? Wo waren sie denn, als Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, unsere Justizministerin, gesagt hat, ich lasse mich lieber vor der EU verklagen, als dass ich dieses Vorratsdatenschutzrecht der EU umsetze? Wunderbar. Aber auch in Deutschland gibt es viele, die noch anderer Auffassung sind. Und die sollten wir mit Argumenten und nicht mit Trillerpfeifen überzeugen. Auch hier heute aus Hamburg. Wer alle Bürger unter Generalverdacht stellt, schafft eine Atmosphäre des Misstrauens. Und ich möchte gerne, dass wir aus Hamburg eine bürgerliche Atmosphäre haben, dass man uns, den Bürgern, vertrauen kann. Das Vertrauen der Bürger in ihren Rechtsstaat, aber auch andersherum, ist Grundpfeiler unserer Demokratie. Deswegen muss man aufpassen, dass man seine Leute aussprechen lässt. Ich glaube,
aus der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik wissen wir nur zu genau, was es bedeutet, wenn man Menschen unter einem angeblich höheren Ziel überwacht und einem angeblich höheren Ziel unterordnet. Toleranz ist das Gebot dieser Zeit, und ich möchte mich abschließend, bevor wir jetzt gleich alle zusammen unter dem Ziel gegen PRISM zu demonstrieren, hier rumgehen, bei all denjenigen bedanken, die mir geduldig zugehört haben und die jetzt hier vorne nicht mitbekommen haben. Die das hier vorne nicht mitbekommen haben, dass ich hier auch noch geschmissen werde, wunderbar. Das ist nicht Toleranz, die wir brauchen. Ihr könnt ja anderer Meinung sein. Und die Meinungsfreiheit ist genau das, für was ich eintrete. Aber wo scheiß an die Deutsche? Selber schuld! Liebe Leute, ich kann gut nachvollziehen. Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Ich kann gut nachvollziehen, dass hier nicht jeder mit einem Sprecher einer Regierungspartei einverstanden ist und ihn hier so mancher für die platziert hält. Aber, Freunde, was nicht geht, ist hier jemanden zu versuchen, mit Gewalt vom Wagen zu zerren und vom Mikro zu zerren. Ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte. Ich gebe nochmal einen Satz für einen Satz zurück an Burkhard. Du kannst nach Hause gehen! Ich möchte gerne, dass wir heute, weil wir hier zu einer Sache zusammengekommen sind, gegen diese Datenvorratsspeicherung kämpfen. Und ich wünsche dieser Demonstration trotzdem alles Gute. Vielen Dank. Gut, Freunde, ich glaube, ich muss jetzt die Gelegenheit ergreifen, ein paar Worte zu dem Bündnis zu sagen. Wir haben in den letzten Wochen wirklich rotiert, um hier was auf die Beine zu stellen. Mitten im Sommerloch haben wir versucht zu arbeiten. Wir haben konkrete Forderungen, wir haben einen Forderungskatalog von 10 Punkten gemeinsam aufgestellt und haben gemeinsam ein Bündnis auf die Beine gestellt, das aus insgesamt 16 Organisationen, darunter 4 Parteien, besteht. Wir haben dabei niemanden von vornherein ausgeschlossen, sondern wir haben in unserem Anfangskernbündnis die Forderung, diesen 10-Punkte-Forderungskatalog erarbeitet. Dazu gehören nicht nur unsere Solidarität mit Edward Snowden und Whistleblowern und unser Statement gegen geheimdienstliche Massenüberwachung durch Tempora und PRISM, sondern dazu gehört auch die Überwachung durch deutsche Regierungen und Behörden, wie durch Vorratsdatenspeicherung oder durch die Bestandsdatenauskunft. Wir haben dann gesagt, dass
sind unsere Forderungen. Und wer jetzt noch dazu stoßen möchte, der unterschreibt unsere Forderungen. Und dann ist es uns egal, wer das ist. Für uns gilt auch dann erstmal die Unschuldsvermutung. Wir sind hier ein Hamburger Bündnis und alle Organisationen inklusive der Parteien sind hier durch Landesverbände vertreten und die können durchaus auch mal unterschiedlicher Meinung sein zu ihrer Bundesorganisation. Und dann freut es uns natürlich umso mehr, wenn hier sich Gliederungen hinter unsere Forderungen stellen, obwohl ihre Mutterorganisationen andere Positionen vertreten. So, und damit es keine Überraschung mehr gibt, wer es nicht weiß, wer im Bündnis ist, ich lese jetzt einmal kurz alle Organisationen vor, die hier mitgearbeitet haben und die sich hinter unsere Forderungen gestellt haben, inklusive keine Bestandsdatenauskunft, keine Vorratsdatenspeicherung, egal in welcher Form, auch nicht als Quick Freeze. Und auch gegen die Hamburger Gefahrengebiete, worauf wir später bestimmt noch zu sprechen kommen. Das Bündnis besteht aus Chaos Computer Club Hamburg. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hamburg. Anonymous Hamburg. Digitale Gesellschaft. Digital Courage. Das Forum der Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Der Fachschaftsrat Informatik der Uni Hamburg. Mehr Demokratie e.V. Die Deutsche Journalistenunion. Und das Aktionsbündnis Stopp die E-Card. Und gesondert aufgeführt die Parteien und ihre Jugendorganisation. Das ist die Piratenpartei Hamburg. Das ist die Linke Hamburg. Bündnis 90 die Grünen Hamburg. Die jungen Piraten, die grüne Jugend und eben auch der Landesverband der FDP Hamburg. All diese Organisationen haben sich hinter diese Forderungen gestellt. Und jetzt hören wir den nächsten Sprecher. Ist Jan schon da? Jetzt kommt Jan van Acken, ebenfalls Mitglied im Deutschen Bundestag für Die Linke. Ja, moin, moin. Ich möchte einmal noch kurz einen Satz zu dem sagen, was eben passiert ist. Ich sitze seit 4 Jahren mit Burkhard Müller-Sönksen im Auswärtigen Ausschuss und ich habe mehr als 1000 Hühnchen mit ihm zu rupfen, das könnt ihr mir glauben. Aber das war scheiße, dass er hier mit Gewalt vom Wagen gezogen wird. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen zwischen Aufstehen und Demo schon Zeit hatte, mal Nachrichten anzugucken. Ich habe heute früh gelesen, dass jetzt die Obama-Regierung der russischen Regierung zusichert, dass wenn Snowden ausgeliefert wird, dass er nicht gefoltert wird. Sag mal, wo leben wir eigentlich? Was ist das für eine Welt, in der man jetzt schon drüber redet, ob jemand gefoltert wird oder ob jemand nicht gefoltert wird? Das ist doch überhaupt nicht mehr zu fassen, oder? Das macht aber auch eins deutlich. Das geht hier um mehr als nur die NSA oder Prism. Das geht hier um mehr als um die Frage, wie kann ich meine E-Mails noch besser verschlüsseln. Das geht hier um die Machtfrage und um nichts anderes geht es hier. Hunderte von Jahren haben Menschen dafür gekämpft, dass nicht mehr gefoltert wird. Es sind Hunderttausende dafür gestorben, dass nicht mehr gefoltert wird. Es sind Hunderttausende dafür gestorben, dass sie ein Privatleben haben, wo der Staat nicht reingucken darf. Wir sind aufgewachsen damit, dass unser Briefgeheimnis herrlich ist. Und jetzt über Nacht plötzlich ist das alles nicht mehr, was über Hunderte von Jahren erkämpft worden ist. Darum geht es um die Machtfrage, ob eine kleine Elite hier in Deutschland oder in den USA die Möglichkeit hat, uns bis ins Detail zu überwachen.
Mir hat es richtig zugesetzt, als ich neulich hörte, als Snowdens Anwalt sagte, sie haben überall auf der Welt Akten versteckt und für den Fall, dass Snowden irgendwas zustößt, wird das veröffentlicht. Das zeigt eigentlich, worum es hier gerade geht. Es geht auch um das Leben von Edward Snowden und dass sie überhaupt diese Vorkehrung treffen müssen, überall auf der Welt Akten irgendwo zu lagern, damit sie veröffentlicht werden, um das Leben von Edward Snowden zu schützen. Das zeigt eigentlich, wie tief schon der Eingriff dieses Staates in unser Leben gegangen ist und wie sehr sie auch dieses Vorrecht, die totale Macht über die Informationsfreiheit zu verteidigen, mit brutalster Gewalt. Gut, jetzt regen sich einige darüber auf, dass die verschiedenen Geheimdienste sich gegenseitig ausspionieren. Geschenkt. Der wirkliche Skandal ist natürlich, dass die Geheimdienste gemeinsam uns ausspionieren. Aber was ich den allergrößten Skandal finde, ist, dass es die Geheimdienste überhaupt gibt. Ich finde die Geheimdienste vom BND bis zum Verfassungsschutz gehören abgeschafft, denn sie sind das Gegenteil von Demokratie. Der Job von Geheimdiensten, der Job des sogenannten Verfassungsschutzes ist es, Heimlichtuerei zu betreiben, unoffen zu sein. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Wir wollen Offenheit und Transparenz und deswegen gehören sie abgeschafft. Punkt. Jetzt gibt es ja viele, die nennen Edward Snowden einen Verräter. Und ja, er hat Sachen verraten. Aber er hat nur Dinge verraten, die eigentlich alle Menschen wissen sollten. Und deswegen ist er für mich ein Held. Und deswegen ist es für mich auch so ein Skandal. Deswegen ist es für mich so ein Skandal, dass Edward Snowden, genauso wie Bradley Manning und andere Whistleblower, kein Asyl hier in Deutschland bekommen, weil sie sind doch politische Flüchtlinge, wirklich im Kern der Definition, weil sie politisch verfolgt werden in ihrem Heimatland in den USA. Weil sie Dinge sagen, die eigentlich alle wissen sollten. Ich möchte jetzt noch etwas zu Deutschland sagen. Im Moment regen sich alle über NSA auf, über Obama, über die US-Regierung. Wir sollten nicht den Fehler machen, nur über den Teich zu gucken. Wir sollten auch nach Berlin schauen. Ich sitze im Bundestag in dem Untersuchungsausschuss zur Eurohawk-Drohne. Alle reden darüber, ob de Maizière gelogen hat oder nicht. Ist geschenkt, natürlich hat er gelogen. Was ich viel entscheidender finde, ist doch die Frage, was wollten die eigentlich mit dem Eurohawk? Was kann der Eurohawk überhaupt? Und dieser Eurohawk ist genauso ein Datenstaubsauger, der in 20 Kilometer Höhe fliegt, alle Telefonate mitschneiden kann, alle Metadatenverbindungen mitschneiden kann. Er kann genau das, was wir nicht wollen. Und darüber würde ich gerne in dem Untersuchungsausschuss reden. Und das Spannende ist natürlich, wenn man das anspricht in dem Ausschuss, wenn man zum Beispiel in den Dokumenten entdeckt, dass die Verschlüsselungssoftware für den Eurohawk wo eingekauft worden ist, bei der NSA. Wenn man das debattiert, dann springen sie alle rauf und runter, von der FDP bis zur Bundesregierung, bis zur SPD und sagen, darüber wollen wir lieber gar nicht reden. Das ist der eigentliche Skandal, dass wir auch in Deutschland eine Vertuschungskultur im Moment haben. Ich höre da jetzt auf. Es gibt so einen Satz, den viele von euch sicherlich auch schon gehört haben, wenn man über totale Überwachung, Überwachungsstaat redet, dann kommt immer der Satz, na bist du da nicht etwas misstrauisch? Und ich finde die beste Antwort auf diese Frage, die hat James Bond im Dienst der Majestät vor 26 Jahren mal gegeben, als er sagte, lieber etwas misstrauisch als etwas tot. Viel Spaß. Jan van Acken von Die Linke. Wir hören jetzt einen weiteren Redebeitrag, bevor es losgeht. Danach ziehen wir hier rechtsrum die Mönckebergstraße, gehen über die Bergstraße, den Jungfernstieg und halten dann im Valentinskamp vor dem Gängeviertel eine Zwischenkundgebung ab, wo es dann nochmal zwei Redebeiträge gibt. Dann gehen wir weiter bis nach St. Pauli und halten unsere Abschlusskundgebung auf dem Spielbudenplatz ab. Aber jetzt freue ich mich erstmal ganz besonders, dass wir als Redner hier Dr. Thilo Weichert gewinnen konnten. Er ist seines Zeichens Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Schleswig-Holstein. Herr Thilo Weichert. Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir erleben seit wenigen Wochen eine wahnsinnige, einzigartige Auseinandersetzung zwischen Europa und den USA. Die USA haben zwar keine Geschichte, die Diktatur, aber autoritäre und freiheitsfeindliche Tendenzen hat es dort schon immer gegeben. Davon zeugt die Aussage von Thomas Jefferson, die uns eine Lehre sein sollte: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Seit den frühen 60er Jahren gibt es in den USA auch eine Bürgerrechtsbewegung, die sich gegen staatliche und private Überwachung engagiert. Aber anders als in Europa konnte sich diese Bürgerrechtsbewegung bis heute nicht durchsetzen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Die staatliche Überwachung durch CIA, NSA, FBI und die anderen sogenannten Sicherheitsdienste wurde und ist im eigenen Land wie auch global die Rückversicherung der politischen Dominanz der US-Regierung. Und mit dem Aufkommen des Internets konnten weltweit US-Firmen den größten Teil des Weltmarktes sichern, indem sie uns Internet-User unter Verletzung von Datenschutzrechten und unserer Privatsphäre zu gläsernen Kundinnen und Kunden machen. Der Konflikt zwischen den USA und Europa wegen der Überwachung der Menschen ist also nicht nur ein kultureller und ein bürgerrechtlicher Konflikt, sondern es ist auch ein politischer und ein ökonomischer Konflikt. Und dieser Konflikt ist kein klassischer transatlantischer Konflikt, sondern ein Konflikt, der die US und die europäischen Gesellschaften jeweils spaltet. Auch in den US gibt es Bürgerrechtsorganisationen, die erkannt haben, dass eine moderne demokratische Informationsgesellschaft nur durch die Gewährleistung von digitalen Grundrechten lebensfähig ist. Diese Freunde in den USA führen eine viel schwierigere Auseinandersetzung als wir hier in Deutschland und in Europa. Und wir danken Ihnen dafür. Es gibt viele in den USA, die erkannt haben, dass die gesellschaftspolitischen Konfliktlinien von morgen nicht zwischen Europa und USA verlaufen, sondern zwischen den westlichen demokratischen Ländern einerseits und den modernen autoritären Regimes auf der anderen Seite, von dem Schlage China und Russland. Das müsste die Botschaft der deutschen Bundesregierung an die US-Politik sein, ist es aber bis heute noch nicht. Insofern ist es absurd, dass Edward Snowden in autoritären Staaten wie China und Russland Schutz suchen muss, weil er für ein bürgerrechtliches, demokratisches Engagement von den USA politisch verfolgt wird. Also durch einen Staat, der für sich in Anspruch nimmt, demokratische Transparenz, Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Es ist eines demokratischen Staates unwürdig, wenn er dann noch betonen muss, Todesstrafe und Folter, gerade eben haben wir schon drüber gesprochen, kämen im konkreten Fall nicht zur Anwendung, so wie das gestern eben Justizminister Holder gesagt hat. Das ist eine Bankrotterklärung demokratischer Werte in aller Welt und diese Bankrotterklärung darf nicht das letzte Wort sein. Deswegen demonstrieren wir heute hier. Wir setzen ein Zeichen für informationelle Selbstbestimmung und Transparenz. Mit unserer Demonstration verlangen wir von der Bundespolitik ein Umsteuern im Datenschutz in vieler Hinsicht. So muss die Bundesregierung nicht nur verbal, sondern auch tatsächlich ihre Blockade beim europäischen Datenschutz, also bei der Verabschiedung der europäischen Datenschutzgrundverordnung, aufgeben. Die Bundesregierung muss Grundrechtsverstöße in den USA als das benennen, was sie sind, nämlich eine Verletzung unserer demokratischen Rechte. Vor wenigen Tagen haben die deutschen Datenschutzbeauftragten die Kündigung des Safe-Harbor-Abkommens gefordert, das bisher die freie Datenbeschaffung durch Google, Facebook legitimiert, aber auch die freie Datenbeschaffung durch die NSA. Um den USA zu zeigen, dass wir es mit unserem Engagement ernst meinen, müssen wir, davon bin ich fest überzeugt, Edward Snowden in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung anbieten. Mit
dem Wissen von Edward Snowden können wir den Schleier der Geheimhaltung von der Überwachung der Bevölkerung weiter aufreißen und damit eine wichtige Grundlage schaffen, dass diese Überwachung beendet wird. Wir müssen Druck ausüben auf die Amazons, Googles, Facebook und Apples, damit diese Unternehmen uns entweder das Recht auf Datenschutz zugestehen oder, wenn nicht, vom Markt verschwinden. Diesen Druck können wir durch unser eigenes Verhalten im Internet verstärken, indem wir datenschutzfreundliche Technologien nutzen, Anonymisierungsdienste, Verschlüsselung, digitale Identitäten, indem wir die Verantwortung für unsere Datenverarbeitung selbst übernehmen und nicht in Clouds speichern, indem wir im Internet für gesellschaftliche Transparenz eintreten und indem wir privat-persönliche Datensparsamkeit praktizieren. Der Kampf um eine demokratische und freiheitliche Informationsgesellschaft ist noch lange nicht verloren. Der Kampf hat gerade erst begonnen und wir müssen uns auf eine lange Auseinandersetzung einstellen. Und ich freue mich, dass ihr und Sie alle bei dieser Auseinandersetzung dabei seid und zwar auf der richtigen Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Kino. Yeah.
Wir bedanken uns beim Jennifer und bei DJ Snowden und MC Google. Und weil wir nicht nur zum Feiern gekommen sind, werden wir jetzt nochmal zwei Redebeiträge hören. Und als nächstes hören wir Fred vom AK Vorrat. Fred. Hallo? Den Schritt von dem Wappen. So, okay. Okay. Hallo Hamburg! Ich spreche heute für die Ortsgruppe des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Und wir haben mittlerweile schon seit über 7 Jahren Erfahrung darin, gegen Gesetze von Überwachung zu kämpfen. Und diese Verbindungsdaten in der Vorratsdatenspeicherung werden ja neuerdings in Prism und Tempora Net-Metadaten genannt, aber im Grunde ist es genau dasselbe. Seit 7 Jahren haben wir angefangen, Dokumente zu erfragen, haben wir eine Petition eingereicht, wir haben vom Verfassungsgericht geklagt und gewonnen. Aber diese Möglichkeiten haben wir nicht, wenn es um Prism geht. Wir haben keine Möglichkeit, vor Gerichten in den USA zu klagen. Wir können auch nicht nach unseren Daten fragen. Wir sind für die einfach Leute ohne Rechte. Deswegen sind wir diesmal auf die Hilfe unserer Regierung angewiesen. Aber dieses Prism-Paradox zeichnet sich dadurch aus, dass wir bei der Verletzung unserer Rechte auf unsere Regierung angewiesen sind und diese lieber den Angreifer in Schutz nimmt. Nun ist die Frage, warum sind Sie so ruhig? Warum gibt es keine harte Kritik? Was ist hier los? Warum müssen so viele Leute am schönen Wetter rausgehen und demonstrieren und es passiert nichts? Ich denke, wir haben hier mittlerweile ein klares Bild, was sich abzeichnet. 2005 ist die Vorratsdatenspeicherung im Bundestag gescheitert. Ein Jahr später kamen sie dann als Europarichtlinie zurück. Und das, was wir gerade sehen, ist ein fieses Überbandespiel, wenn es mit uns um unsere Rechte und unsere Privatsphäre geht. Und da immer noch für Gerichte und gerade für den deutschen Bürger der Datenschutz wichtig ist, sehen wir jetzt, dass einfach die Zusammenarbeit mit den ausländischen Diensten intensiviert werden. Das heißt, wenn die Daten hier nicht verfügbar sind, dann wird einfach im Ausland gefragt, weil wir da keine Rechte haben. Wo? Kein Richter, da kein Henker. Deswegen, ich fordere den Stopp von diesen Ideen und von diesen Programmen, die zur vollständigen Kontrolle unserer Kommunikation dienen. Datensammlungen führen stets zu Begehrlichkeiten seitens der Ämter und Dienste, die irgendwann erfüllt werden. Deswegen fordere ich die Regierung auf, unseren hohen Datenschutzstandard in Deutschland einer Wertschätzung zu unterziehen und sich international dafür einzusetzen, dass unser Datenschutz in Deutschland überall gewährt wird. Ich finde, wenn hier schon von internationalen Partnern gesprochen wird, dann sollten wir gefälligst den Partnern beraten und sagen, hey, was wir hier in Erfahrung gemacht haben mit, das ist gut auch für euch und nicht etwa das, was die machen, hier dann auch anzuwenden. Ich möchte, dass einfach der Datenschutz in Deutschland als Chance gesehen wird und nicht als Ärgernis, der im Weg steht. Kurz gesagt, wir feiern diesen Herbst 30 Jahre informationelle Selbstbestimmung. Deswegen fordere ich nochmal auf, schätzt dieses Grundrecht und hilft bei der Durchsetzung unseres Grundrechts auf informationelle Daten Selbstbestimmung. Und noch eine persönliche Bitte.
Wie wir hier wieder sehen, Datenschutzdemos haben immer gutes Wetter. Deswegen am 7.9. in Berlin versucht der Arbeitskreis Vorratdatenspeicherung mit Menge von Partnern eine noch viel größere Demo zu organisieren. Wer nur irgendwie kann, kommt vorbei. Ich garantiere einfach mal jetzt gutes Wetter. Gut, als nächster Redner. Das nächste Rede ist vorgesehen, Johannes Giers vom Mehr Demokratie e.V. Johannes! Moin Moin! Ja, wir sind ein alter Bürgerrechtsverein. Wir setzen uns seit ungefähr 20 Jahren bundesweit und hier in Hamburg für demokratische Grundrechte ein, für direkte Demokratie, für ein faires Wahlrecht und für Transparenz in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben hier in Hamburg zuletzt mit unseren Bündnispartnern Chaos Computer Club und Transparency International durchgesetzt, das Transparenzgesetz, was die Stadt Hamburg dazu verpflichtet, Verträge mit privaten Unternehmen, aber auch sehr viele andere Dokumente der öffentlichen Verwaltung proaktiv ins Internet zu stellen, durchsuchbar für alle Bürger. Was wir uns davon erhoffen, ist, dass das Transparenzgesetz dafür sorgt, dass öffentliches Handeln von den Bürgern verstanden werden kann, nachvollzogen werden kann, bewertet werden kann. Und das Transparenzgesetz bedeutet letztendlich, dass die Informationsasymmetrie, die Ungleichheit zwischen Regierung und den einzelnen Bürgern ein bisschen aufgeweicht und abgemildert wird. Und das bringt mich eigentlich zum Thema der heutigen Demo. Die USA und andere Länder haben eine umfassende Überwachungsorganisation aufgebaut, die sich einer öffentlichen Kontrolle völlig entzieht. Praktisch jedes Detail der Überwachung wird durch die Regierung geheim gehalten. Der Umfang der Überwachung, die Erfolge oder die Misserfolge der Organisation, das verwendete Budget, die Art der verwendeten Mittel, all das ist geheim. Dadurch gibt es eine völlige Asymmetrie und es gibt keinerlei demokratische Kontrolle dieser Maßnahmen durch die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft. Und das prangern wir an. Unser Aktionsmotto beim Transparenzgesetz war: Transparenz schafft Vertrauen. Das genaue Gegenteil ist hier mit PRISM und der massenhaften Überwachung aller Bürger der Fall. Die Intransparenz untergräbt das Vertrauen der Bürger in den Staat und in die Regierung. Edward Snowdens Enthüllungen über die NSA haben eine angemessene, öffentliche und demokratische Auseinandersetzung mit der Überwachung erst ermöglicht. Sie sind kein Verbrechen, sondern sie gleichen zu einem kleinen Teil das Versagen der westlichen Regierungen aus, ihre Bürger darüber zu informieren, in welchem Umfang und auf welche Art sie überwacht werden. Die Überwachung der Bürger ist nicht ohne Folgen. Sie untergräbt die Grundlagen der Demokratie, die Grundlagen des Rechtsstaates und die Grundlagen der persönlichen und politischen Freiheit. Und deshalb habe ich eine Bitte. Ich weiß auch nicht genau, was man dagegen machen soll, ehrlich gesagt, weil das ist ja alles geheim. Aber lasst uns irgendwie versuchen, gemeinsam für ein offenes, demokratisches, rechtsstaatliches Internetzeitalter zu kämpfen und gegen eine Kultur der Angst, in der wir als Bürger aufgrund einer diffusen, allgemeinen Bedrohungslage dem Staat eine Einzugsermächtigung für all unsere persönlichen Daten geben. Dankeschön. Ja, das war Johannes Giers von
mehr Demokratie. Ja, es sind gerade ein paar Erfolge angesprochen worden. Es stimmt, wir haben in Hamburg, sind wir eigentlich sehr weit, wir haben das modernste Transparenzgesetz Europas hier durchgesetzt. Das wart ihr, die das durchgesetzt haben. Und wo wir hier heute stehen und schwitzen, erinnert sich noch jemand, als wir hier standen und froren und gegen ACTA demonstriert haben? Und wir haben es geschafft. Ich gehe auch mal zurück. Und wir haben es geschafft. ACTA ist vom Tisch. Und wir werden ja auch jetzt nicht verzweifeln vor der Geheimniskrämerei. Wir werden nicht zurückschrecken und sagen, man kann ja eh nichts machen. Nein, wir sind auf der Straße. Wir formulieren unsere Forderungen. Und wir wollen Transparenz statt Geheimniskrämerei. Wir wollen uns frei in der Welt, in der Stadt und im Netz bewegen und keine Massenüberwachung. So, es geht jetzt weiter. Wir haben etwa 2/3 der Strecke geschafft, würde ich mal schätzen. Vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber die Sonne scheint nicht mehr ganz so heiß. Wir schaffen jetzt auch den Rest. Wir ziehen jetzt über den Siebelkengsplatz an den Gerichten vorbei, über die Feldstraße, durch St. Pauli Nord, bis zum Spielbudenplatz. Und nachdem wir hier das Gängeviertel besucht haben, stehen wir dann dort vor den Esso-Häusern und erklären auch den Esso-Häusern unsere Solidarität. No one believed in the last years of the 1960s. Ja, nochmal vielen Dank an das Gängeviertel. Und jetzt geht das weiter mit Musik und dazu könnt ihr ordentlich laut sein und tanzen. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed that Pierre regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely they drew their plans against us.